So Freunde, heute sind wir an einem sonnigen Tag in Kairo. Das Wetter ist gut, die Gebete hört man im Hintergrund. Heute, Freunde, nehme ich euch mit in ein Restaurant oder eine Fastfood-Kette, die sich Kansas Chicken benennt. Kansas Chicken, ich sage euch ehrlich, war mir vor Kairo noch kein Begriff. Und bis dahin gab es für mich, was Fastfood angeht und Chicken angeht, auch nur KFC. Aber ich muss euch sagen, für mich gibt es einen neuen Platz 1. Und das will ich euch heute zeigen. Viel Spaß in diesem Video. Als allererstes möchte ich mich mal mies bedanken bei euch für den Support, für die Foodtour. Es war eine kleine Foodtour, Leute. Ja, ich bin auch Beginner, Amateur. Aber ich gebe mein Bestes und wir werden safe noch ein paar Foodtouren machen. Ich denke, wenn ich Foodtouren mache, dann werde ich sie auf einen Sonntag machen. Was eine schöne Katze, oder? Stechend grüne Augen, Whiskas-Werbung. Wow. Gegenüber von der Straße sehe ich es. Goldrot funkeln. Kansas Fried Chicken, Freunde. Wir müssen hier wieder über die Straße gehen. Wird kein leichtes Game. Aber geht schon. Geht schon, geht schon. Ich hoffe, der Laden hat schon offen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Chili Lime. Das hat so mexikanische Vibes und es ist wenig los. Und ich glaube, ich werde so machen. Ich werde das bestellen, was ich das letzte Mal bestellt habe. Es bietet so eine kleine Vielfalt. Es wird heute keinen Burger geben. Die habe ich bis jetzt hier noch nicht probiert. You speak English? Little bit? Schweier English? No. Lüge. I need combo. 3, 2, 1. You know? Combo. Yeah. With rice, fries and chicken. You know combo? And do you have Cola Zero? Okay. Eigentlich sagt man so, erwartet nicht zu viel. Erwartet genau das. Ich sag's euch, Freunde. Es geht nicht um die Menge, es geht darum, wie dieses Fleisch gefried ist. Typisch eingerichtet wie eine amerikanische Fastfood-Kette, so stelle ich es mir zumindest vor. Diese typischen Backsteinwände, Holztische, Metallstühle. Leute super freundlich wieder, fragen direkt, woher kommst du, dies, das. Ich feiere das einfach. Freunde, wir sind soweit. Heute mal wieder nur ihr und ich. Und jetzt kommen wir zum Essen. 45 Grad Winkel. Wir haben hier auf dem Tablett einmal eine Cheese-Soße extra, dann einen Krautsalat. Dieser Krautsalat, zu dem kommen wir gleich. Dann haben wir einmal Spicy Rice. Da ist kein Fleisch, kein nichts drin. Der ist einfach nur gut gewürzt mit bisschen Zwiebeln. Wild. Pommes natürlich und 5 verschiedene Fleischstücke mit einem Burger-Bun. Warum ein Burger-Bun einfach so? In den orientalischen Ländern, das kennt ihr wahrscheinlich, ist es einfach so, dass man zu allem Brot isst. Auch nicht wirklich gezuckert. Wir fangen mit dem Reis an, Freunde. Hier kriegst du hier einmal einen Göffel. Dann fahren wir hier in diesen Reis rein. Wow. Es hat leicht diesen Geschmack von Schafen mit Reis, Maggi, Zwiebeln, salzig, pikant, einfach. Eine 10 von 10, dieser Reis. Ich will jetzt hier auch einmal festhalten, Kansas Fried Chicken ist nicht besser, weil solche und solche Punkte. Das Fleisch bei Kentucky Fried Chicken ist meiner Meinung nach eigentlich immer eine Top-Quali, so kann man nicht meckern, ist halt Fast Food. Bei Kansas Fried Chicken ist halt dieses leicht zitronige, limettige einfach so präsent und so geil, dass ich mich komplett verliebt habe. Wow, ich kriege einen Anruf. Magdi. Ja, Magdi. Good morning. Samia, work. Ja, Fotomodell. Marafsch. Tamem, okay. Okay, bye bye. Freunde, weiter geht's. Diese Pommes. Sind jetzt nicht wow, okay, sind einfach Fast Food Pommes. Aber wie es aussieht, ist er nicht warm. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Der Käse hat schon einen sehr guten, milden Geruch. Dippen wir mal rein und schauen, wie diese Pommes so sind. Mhm. Lieben wir. Jetzt kommen wir ins Eingemachte. Wir kommen zum Chicken. Ich habe Spicy bestellt. Jede Fleischart, die man dort bestellt, kann man scharf bestellen oder nicht scharf. Natürlich, der Crunch bei KFC, hey, ist gut. Es geht hier um den Geschmack und leider kann ich euch den Geschmack nicht durch die Kamera zeigen, aber
Ich sag's euch ehrlich, das ist mit eines der besten Chicken, die ich je gegessen habe. Zu 100%. Schaut mal hier rein. Seht ihr das, wie diese rote Soße sich in diesem Fleisch, durch dieses Fleisch gefressen hat? Diese Entfaltung dieses Geschmacks von diesem Fleisch ist wirklich von nicht mal süß, leicht süß, in sauer, in pikant, in scharf. Und dann, kennt ihr das, wenn euch diese Säure in diesen Muskel schießt, weil das einfach so, so geil schmeckt. Es ist wirklich unbeschreiblich gut. Mehr gibt's nicht zu sagen. Die wirklich respektlose Mischung. Wir nehmen einen schönen Dip von diesem Cheese und probieren das mal mit Käse. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den großen Teilen. Hier zum Beispiel ein Chicken Wing. Ja, ich denke mal, oder Chicken Leg müsste das sein. Und ich hoffe, dass es genauso wie die Boneless, damit ihr jetzt mal diese Fleischstruktur seht, die ist einfach nur wild. Jetzt schaut mal, dieses Fleisch dampft noch innen, die perfekte Temperatur. Jeder, der jetzt sagt, hey, ich habe keine Lust zu Kentucky zu fahren oder zu wo auch immer. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Die Panade hält diese ganze Wärme und diesen ganzen Dampf und Geschmack und Fett in diesem Fleisch. Und du beißt rein und dann raucht es daraus. Dann hast du mich, dann hast du gewonnen. Dann bist du ein Meister deiner Klasse. Es ist zart, zart, zart ist das Fleisch. Die Panade hier, knusprig wie Cornflakes. Und dann ist Fleisch butterweich. Ich habe einfach gerade komplett eine Szene gefilmt, wie ich dieses Teil hier zerlegt habe und nicht gefilmt. Ich reiße jetzt hier einfach Fleisch mal raus. Boah, dieser leichte Fettfilm hier auf dem Fleisch, ja, der natürlich als Geschmacksträger zählt von diesen ganzen Frittieren und ist hier jetzt nicht gesund, das wissen wir alle, aber es ist einfach nur lecker. Und darum geht's. Seht ihr diese Fettfilm hier? Wir nehmen hier Haut, Panade. Game over. Ja, Freunde, ich habe gestern in diesem einen Raum, wo ich mich extra alleine hingesetzt habe, ist ein bisschen am Upcringen gerade, weil sie mich einfach so hart beobachten und heimlich filmen. Aber egal, sie sind sehr nett, haben mich angelächelt, mich gefragt, was ich hier so treibe. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir essen auf und dann sehen wir uns auf der Straße wieder. Wer kann sich an den Geburtstagsvlog erinnern? Da habe ich das hier gefilmt. Wer sich daran erinnern kann, Kuss geht raus. Schaut, der kleine Trick. Einfach Obst auf seinem Kopf. Schaut mal, wie die Sonne scheint. Die Sonne ist sowas von sexy warm heute. Am Sonntag versuche ich wieder für euch eine Foodtour zusammenzustellen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr gerne für eine Foodtour sehen wollt. Ob ihr mehr orientalisches Food sehen wollt. Ob ihr, oder traditionelles, ob ihr Fastfood sehen wollt, was auch immer. Und ja, dann sehen wir uns Freitag wieder. Kuss geht raus. Bussi.